Ja, bin ich mal gespannt, wie lange wir noch hier Erfahrungspunkte kriegen werden. Wenn ich mal von den Leveln absehe, ich denke, was haben wir gesagt? 6 bis 7 Level über uns? Oder wenn wir 6 bis 7 Level über den Gegnern sind, dann müssten wir doch eigentlich keine Erfahrung mehr kriegen. Der hatte jetzt Level 9. Oh, Seidenstoff, ich werd verrückt. Der hatte jetzt Level 29. Das ist eigentlich ganz gut. Werde ich mal hier wieder hochgehen. Guck mal, was hat der denn? Level 28, der gibt uns all... Oh, und Telefon, ich mache mal eine kurze Unterbrechung, bis gleich. So, da bin ich wieder. Naja, das war gerade für meine Frau ein Anruf, die ist aber im Moment leider nicht zu Hause. Da muss ich ihr gleich berichten, wenn sie dann wieder da ist, dass sie mal bei ihrer Arbeit anrufen soll. Ach Mist, jetzt versucht er wieder abzuhauen. So, der gibt uns auch wieder nur Geld. Ich brauche aber noch viele von den komischen Steinchen. Von den Körnern. Von Mysrael. Die Körner von Mysrael. Es hört sich irgendwie ein bisschen an wie so ein Baum. Oder halt wie Yggdrasil. Yggdrasil war doch auch irgendwie was aus irgendwelchen Legenden. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, was das war. Was war Yggdrasil? Oder kenne ich das auch wieder aus irgendeinem Rollenspiel? Das kann natürlich auch sein. Ach schön, hier gefällt es mir gut. Hier gibt es Seidenstoff. Ich glaube, hier bleibe ich. Damit wir unseren Beruf mal ein bisschen weiterbringen, was Schneiderei angeht. Weil es doch schon ein bisschen lächerlich, nur die mit den 8 Platztaschen rumzurennen. Ich hätte ganz gerne mal 10 Platztaschen mittlerweile, zumindest die zwei, die uns da noch fehlen. Weil wir haben ja mittlerweile schon 3 16 Platztaschen. Gut, dass ich mich da mitgedreht habe, sonst hätte ich den auch wieder nicht getroffen. Was haben wir da unten? Eine Ratte. Ja gut, aber die Ratte brauchen wir ja sowieso nicht. Das finde ich ganz gut. Wenn das jetzt irgendwie was gewesen wäre, was uns noch gefehlt hätte, dann hätte ich da echt ins Hornlager reingemusst für. Ich weiß sowieso nicht, wie ist das eigentlich, wenn man die Haustierkämpfe macht und dann von einem Hordler angegriffen wird, weil man irgendwie in ihrem Lager ist. Kann man dann überhaupt angegriffen werden oder kann man das nicht? Ich weiß es überhaupt nicht. Ach Leute, droppt doch mal euer Zeugs da. Ja, in meine Richtung flüchten ist ein bisschen doof. Da müsstest du schon von mir wegrennen, wenn du fliehen willst und überleben willst. Weil bei mir wartet nur eine Feuerbrunst auf dich. Aber mittlerweile haben sie ja doch schon mal ordentlich was an Leben. So, was haben wir? Die Hälfte haben wir jetzt ungefähr. Jetzt müssen wir irgendwie gucken. Wie kommen wir denn da auf die andere Seite? Gab es hier irgendwo einen Höhleneingang oder was? Muss ich mal eben kurz auf die Karte gucken. Sieht ja schon fast so aus, als ob es hier irgendwo einen Höhleneingang gab, der die beiden Gebiete miteinander verbindet. Was denn, wenn wir hier runtergehen? Kommen wir da irgendwo durch? Tatsächlich, da kommen wir sogar weiter. Dann gucken wir da doch mal. Wenn wir da nämlich eine Höhle finden, da müssten ja ordentlich welche von diesen komischen Kobolden drin sein. Kobold der Trockenstoppel. Meine Fresse, haben die sich hier Namen ausgedacht, ey. Trockenstoppel. Ich habe auch Trockenstoppel, allerdings hängen die bei mir im Gesicht. Ja, mittlerweile sehe ich auch wieder aus wie ein Mensch, ey. Die Frau hat mich wieder gut hingekriegt. Zotti, das Urviech gibt's nicht mehr. Ah, und im Hintergrund die Katzen, die bringen sich da wieder gegenseitig um. Ich glaube, ich werde gleich nochmal eine Aufnahmepause machen, dass ich die Katze mal eben rausschicke, weil es kann nicht sein, dass die Kleinen schon wieder angeht, wenn die Kleinen noch doch am Pennen sind. Aber die verzieht sich gerade, so wie es ausschaut. Die geht gerade hinter den Fernseher. Das ist dann auch gut. So, 3 Stück noch.
Und ich bin am überlegen, ob das vielleicht nicht die letzte Aufnahme in dieser Session sein sollte. Weil jetzt werden die Kleinen gerade wieder etwas aktiver. Die waren ja jetzt auch die ganze Zeit, wo ich aufgenommen habe, ruhig gewesen, weil sie gepennt haben. Und ich denke, es ist auch bald mal an der Zeit. Ich bin ja jetzt auch schon wieder sehr lang am Spielen. Wobei ich dazu aber auch sagen muss, ich bin auch schon sehr lange, zwischendurch habe ich halt mal ein paar längere Pausen gemacht. Zwischen den Aufnahmen, also zwischen den Parts. Einfach um eben einen Happen zu essen, um ein bisschen was anderes noch im Haushalt zu erledigen. Ah, muss ich mal gucken. Eigentlich wollte ich hier noch einen Part machen. Ich weiß es aber noch nicht. So, noch zwei Stück. Und dann haben wir die zumindest schon mal so weit fertig. Ach scheiße, das sind Fernkämpfer. Fernkämpfer sind natürlich scheiße. Wobei, wegrennen können die dann auch nicht. Ach, daneben geschossen. Super. 30.000 Erfahrungspunkte schon. Tatsächlich. Zwei Stück umgebracht. Und was hat's gebracht? Gar nichts, weil die uns keinen Stein gegeben haben. Kein Körnchen für uns. Gut, da haben wir nochmal einen. Und dann fehlt uns jetzt nur noch einer. Dann können wir hier auch wieder... Oh, was ist das denn? Ich sehe das gerade. Das in der Höhle ist ein Stein. Jetzt sag mir nicht, wenn wir die Körner gesammelt haben, müssen wir da oben an den Stein ran. Das wäre natürlich eine coole Geschichte. Der hat es auch nicht dabei. So, ich glaube, das ist die bessere Technik, mit der ich die jetzt gerade kille. Einmal den Feuerbrand drauf, zweimal Verbrennen drauf und dann einmal den Flammenstoß. Ist auch Flammenstoß, ne? Feuersbrunst, Entschuldigung. Ist das auch noch Kupfer? Ne, das ist jetzt schon Mithril. Jetzt sind wir, kommen wir schon in die Gefilde, wo es Mithril zu finden gibt. Leute, ihr macht mich gerade unglücklich. Wie viele wollt ihr... Ah, okay. Ich wollte gerade gesagt haben. Das ist aber nicht gut, was ihr da macht. Dass ihr mir das nicht mehr droppt, das Zeug. So, hier oben dann rum. Die müssen wir jetzt bekämpfen, weil die würden uns sonst in den Rücken fallen. Da die ja vom... Ey, bist du bescheuert? Lauf mir nicht auf den Rechner, du Idiot. Da wäre er fast auf den Powerknopf drauf gelatscht. Ey, ich glaube, ich spinne. Entschuldigung. Ich glaube, es hackt, ey. Heieiei, was eine lange Höhle. So, ich denke, wir müssen jetzt da lang, wo der andere blaue langläuft und von da aus dann einmal rum. Und dann müssen wir eigentlich zum Stein hinkommen. Wenn nicht, weiß ich überhaupt nicht, wo wir lang sollen. So, nochmal Seidenstoff ist super. Ach cool, da haben wir jetzt auch schon wieder eins. Was ist das denn? Das scheint... Ach, das ist ein Rehmob ist das. Das ist ja cool. Hauen wir den auch nochmal um. Vielleicht droppt der ja was Schönes. Ja, hat er doch was gedroppt. Da ist ein Eisenvorkommen, ist auch gut. Ach, früher hatte ich mal Respekt vor den Viechern. Früher haben die auch etwas mehr Schaden gemacht mit ihren Zaubern. So, und da sind wir jetzt am Steinchen angekommen. Mal gucken, was jetzt passiert. Diese Gruppe von Splittern sieht nach Splittern von Mysrael sehr, sieht den Splittern von Mysrael sehr ähnlich. Aber durch sie pulsiert kein Gefühl der Sicherheit. Ah, ihr habt diese Splitter aktiviert. Ich fühle mich schon mehr wie ich selbst. Aber wehe mir, ich bin immer noch weit... Ich bin immer noch weit davon entfernt, frei zu sein. Verstehe ich nicht den Satz. Wahrscheinlich wehe mir soll das heißen oder so. Naja, vier Steine der Bindung sind in ganz Arati verteilt. Diese Steine halten mich unter der Erde fest. Um sie zu öffnen, müsst ihr den stärksten... Was? Um sie zu öffnen, müsst ihr den stärksten öffnen. Den Stein der inneren Bindung. Um das
tun zu können, müsst ihr Schlüssel von den drei übrigen sammeln. Diese Steine werden von Wächtern bewacht, aber wenn ihr es geschickt anstellt oder Glück habt, findet ihr vielleicht einen Weg, sie auszuschalten. Ja, nehmen wir den an. Springen hier direkt runter und müssen erstmal aus der Höhle wieder raus. Was haben wir denn da? 5. Finden wir da jetzt die Schlüssel oder wie ist das? Wir gehen jetzt einfach mal da zu 5 hin. Und dann gucken wir mal. Vielleicht gibt es da ja das erste Teil, was wir brauchen. Also den ersten Schlüssel. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Questreihe. Und was ich genau damit meine, seht ihr dann auch gleich, wenn es dann soweit ist. Ich hoffe nur, wir kommen jetzt hier dran vorbei. Oder ist das... Aua. Oder ist das Lager hier mit dem Berg abgeschlossen? Was haben wir denn da? Oh, ein Zwergenkrieger, okay. Naja, ich gehe, glaube ich, noch mal hier außen rum. Genau, da ist nämlich der Eingang von der Horde zum Arati-Becken. Das heißt, ich gehe lieber hier außen rum. Nicht, dass ich da irgendwie in feindliche PvP-NPCs reingerate und dann auf, hinterher auf PvP stehe. Da sind sie nämlich. Ja. Haben zwar nicht viel Leben, aber sobald ich die angreifen sollte oder die mich angreifen, stehe ich halt auf PvP und dann kann mich halt jeder Hordler, der vorbeikommt, platt machen. Und ihr habt ja selber gesehen, wie gut ich im PvP bin. Die husten mich einmal an und ich falle um. Sind wir denn hier jetzt schon? Jo, da hinten sind wir richtig. So, jetzt ist nur die Frage, was müssen wir hier machen? Den Stein müssen wir anklicken. Komm, dann machen wir hier erstmal die, Wasserelemente weg. Oh, die sind auch schon Level 29. Ist schon eine sehr coole Sache. So. Dann wemsen wir den noch eben weg. Sehr schön. Und den haue ich auch nochmal weg. Für den Fall, dass er mich angreifen sollte, wenn ich gerade den Stein aktiviere. Weil das möchte ich ja nun auch nicht unbedingt. So, den ersten Schlüssel haben wir. Wo ist der zweite? Oh, der ist ganz in der Nähe von... Ja, das sieht doch gut aus. Der ist ganz in der Nähe von der Zuflucht, wo wir sowieso am Anfang herkamen. Ach Mann. Ja, ich habe mich übrigens dazu entschieden, ich werde gleich noch ein Part aufnehmen. Ich werde aber gleich zwischen den Parts mal eben kurz die eine Katze rausschmeißen. Oder alle rausschmeißen, damit ich wieder ein bisschen Ruhe habe. So, was haben wir hier? Ach, schade. Zwei Perioden, ne? Ich habe ja jetzt gedacht, das ist vielleicht so ein Schwänzchen, was wir noch nicht haben. Das Wiesenschwänzchen ist das, glaube ich, was wir noch brauchen. Wo ich ja vorhin beide erschlagen habe, weil meine Viecher so stark sind. Verdammt. Und wo zum... Ah, da sehe ich schon die nächsten Steine, wo wir hin müssen. Und ich würde sagen, wenn wir bei den Steinen waren, gehen wir noch eben zum Fragezeichen runter. Wow. Dass wir die dann auch noch eben, dass wir das Fragezeichen da auch noch eben mitmachen. Was haben wir hier? Eisenvorkommen wieder. Winziger Windsturm. Komm, wir hauen uns hier eben den Weg durch. Wobei die Elemente jetzt auch nicht wirklich das droppen, was wir gebrauchen können. Was kann der Windsturm denn? Gucken wir mal eben den noch an. Okay, gucken wir uns vielleicht dann doch nicht an.